Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück. The sliding grill. I'm stuck. Zu Styx, Master of Shadows. So, er unterbricht mich, dann unterbreche ich ihn einfach auch. So, wir haben es letzte Mal geschafft, die erste Mission zu schaffen und sind jetzt zum ersten Mal im Versteck gewesen, haben 10 Münzen eingesammelt und ja, wir machen jetzt weiter. Wir müssen nämlich... This is impossible. There's got to be a way. Okay, die haben das Tor hier zugemacht und darüber hat er sich gerade eben beschwert. Nachvollziehbar irgendwie. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg da runter finden. Die Sicht ist nicht so super. Ich glaube, wir kommen da hier irgendwie runterwärts, oder? Ich dachte gerade eben schon, wir tun uns weh. Wenn ich einfach B drücke, dann kann man einfach loslassen. Ah, das ist cool. What's that? Somebody there? Wer ist denn das? Hey, Styx! Over here! Ich bin doch schon da! Sprich! Du Mensch! Was willst du? It's Ozcan. I'll open the passage for you. Hurry up inside! Huh? Ozcan? Oh, my head! Yeah, I know that name. Ozcan. Yes. You can trust him. Anyway, you don't have a choice. Okay. About time, Styx. I've been waiting for ages. I was beginning to wonder if Barryman and his gang hadn't done you in. There was a slight hitch. Well, I think so. Ah, my head feels like a wagon's gone through it. Well, we'll take care of that later. What are you doing here? Well, I'm here to tell you that I found a hideout, like you asked me to. I asked you? Yeah, of course I asked you. Damn this headache. It must be why I can't remember what I did even yesterday. Good. I'm off to the hideout then. You'll tell me the way? All you have to do is follow the marks I made here and there. You'll see. This is my personal system. As soon as you see the mark, then you know that one of my hiding places is near. You can go inside. There's one close by, with, as it happens, a list of other hiding places. You'll see. I often put some useful stuff inside. Thanks. I'm off. Whoa, wait! You'll have to pick up the sewer pry bar in another hiding place. Oh yeah, one thing I didn't tell you. The hideout is in the sewers. But you know how it is. The more it smells like shit, the quieter it is. You'll fit right in. And to think I was beginning to like you. Sorry to disappoint you, but with your looks, it's best not to take risks. And anyway, the royal suite was already taken. In short, go on ahead, pick up the pry bar, and open the entrance to the sewers. I'll see you at the hideout. Well, well. Looks like Ozcan carries a flask in his belt. Let's hope I haven't lost my touch. Das ist interessant. Also ich hatte mich ja schon gefragt, wie der gute Styx das hier die ganze Zeit alleine macht, aber er hat anscheinend einen Helfer-Auftraggeber. Auf jeden Fall kennt Styx diesen Ozcan schon und der scheint Styx benutzen, unterstützen zu wollen, warum auch immer, vielleicht aus Eigeninteresse. Aber wir haben jetzt ja auch eine neue Option, Taschendiebstahl. Der scheint irgendwas zu haben, was wir ihm klauen können. Stehlen. Ha, ein Heiltrank. Nice. So, okay. Der scheint derjenige zu sein, der diese Zeichen da oben hin gemacht hat, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben, die zu diesem Versteck führt, diese komische Flammenzeichen. I could easily find these marks with my amber vision. Gut zu wissen. Das ist jetzt noch mehr solche Verstecke. Nicht gut. Okay, hier können wir nichts umwerfen, so wie es aussieht. Beat it, old man. Oh, watch out, Styx. After what I did for you, you better keep your tongue behind your teeth. What? What did you do for me? I gave you the plans that will take you to the relics of the Atrium. That cost me this fucking amber scar on my face. Besides, one shouldn't go too far.
The relics of the Atrium? You kidding me, Styx? Yes, the relics, the last objects of the great fallen lords. Yeah, of course it rings a bell. Yeah, well, good luck. I paid enough for this shit and all your schemes. Okay. I should keep my eyes peeled. These relics must be pretty valuable. So wie es aussieht, hat Styx noch mehr alte Bekannte, die aber teilweise mit ihm irgendwie nichts zu tun haben wollen. Moment, Missionsziel. Ich sollte das Artefakt stehlen. Hauptziel, nimm die Brechstange für dein Versteck. Finde einen Weg zum Versteck. Ja gut, das heißt, wir müssen erstmal generell in diese Richtung. What? Ah, okay. Das Lustige ist, guckt euch das mal an. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Weg. Und überall, obwohl es nur einen Weg gibt, sind diese Zeichen. Das ist irgendwie ziemlich beknackt. Da ist ein Typ. Da war ein Typ. So. Böse, böse Wache. Tschüssikowski. So, können wir den irgendwo verstecken? Okay. Oh, da unten sind zwei Typen. Das ist nicht so gut. Ist auch ein bisschen hoch, glaube ich. Gehen wir mal lieber in die andere Richtung. Was ist denn das hier? Erstmal Licht ausmachen. Licht ausmachen ist immer gut. Kann ich hier irgendwie durch? Nein. Okay, das scheint einfach nur so eine Art Versteck zu sein. Moment, jetzt bin ich mal am gucken. Kann ich dich da mit reinnehmen? Ne. Kann ich nicht. Aber ich kann dich hier ablegen. Dann bist du schon mal so halbwegs aus der Bahn geräumt. Was glitzert denn da? Wurfmesser! Aha! Wir können jetzt also auch Wurfmessern. Das finde ich cool. Oh. Der andere schläft. Das heißt, wir können den erledigen. Nicht, dass von da hinten noch einer kommt. Oh, da steht einer. Seht ihr hin? Zwischen den Rädern steht da einer. Erstmal hier den Typen aus dem Weg räumen. Und dann uns um den nächsten kümmern. Oh, da kommt er schon. Das war knapp. Hallo. Ich bin gar nicht da. Ich bin nur ein Windhauch, der so komische Geräusche macht wie... Und es ist auch nur ein Windhauch, der dich gerade eben hier wirkt. Ein sehr, sehr stürmischer Windhauch. So, nächster. Haut ihm einfach das Messer in die Brust und dann kugelt er eben noch irgendwie das Handgelenk aus. Oder was sollte das gerade? Ein brutaler Todesmove. So, gibt's hier irgendwo. Oh, da können wir eine Leiche verstecken. So, Leiche Nummer 1 liegt nämlich in so einem verdächtigen Blutfleck rum. Da könnte der eine oder andere, der vorbeikommt, kombinieren und auf Ideen kommen. Ah, da könnten wir uns verstecken. Hallo. Und da liegt eine Münze. So, jetzt haben wir ja 11 und 20. Mal lieber hier vorsichtig die Lichter aus. Müssen ja keine Grausamkeiten passieren, ne? Also ich möchte behaupten, dass wir die Leiche hier irgendwo hinschaffen sollten. Ich mag das nicht, wenn die so offen rumliegen. Wo jeder vorbeikommen kann. Kann ich die da reintun? Ne. Ach, Moment. Aufgeräumt. Das definiere ich jetzt einfach mal als aufgeräumt. Da oben ist auch nochmal ein Licht. Ah, da ist einer, okay. Aber das scheint keiner von den Wachen zu sein. Sondern einfach nur eine Putzkraft. Interessanterweise auch ein Mann. Ich habe noch keine einzige Frau in dem Spiel gesehen. Entweder sind die Typen hier extrem sexistisch, ein
Männer-Tempelorden oder der größte, ja, homosexuellen Verband in einer Fantasy-Welt. Bin mal gespannt, ob irgendwann mal eine Frau in dem Spiel auftaucht. Bis jetzt habe ich noch keine... Oh, da kann ich eine Leiche reintun. Sehr gut. Bis jetzt habe ich noch keine Frau in dem Spiel gesehen. Gut, es kann auch sein, so wie die aussehen, dass es natürlich wirklich so eine Art Templerorden ist oder Pseudo-Templerorden oder Paladinorden, ihr wisst, was ich meine. Wobei in Fantasy-Welten ist es ja mit dem Geschlecht eigentlich völlig egal. Die halten sich ja nicht an irgendwelche historischen... Klaberadatsch, hat's da gerade Psst gemacht? Was ist denn das da oben? Hä? Und erscheint nicht hochzukommen. Moment. Ich will mal gucken. Kann ich da irgendwie hoch? Ist das lustig hier? Durch das mal an. Ach, da könnte ich wieder jemanden erschlagen mit irgendwas. Also wenn, dann weiß ich nicht, wie man da hochkommt. Dann weiß ich das nicht. So, erstmal einen Lebenstrank einwerfen. Und ich glaube, wir nehmen auch mal so einen Goldharztrank. Oh. Da sind zwei. Sind das nur zwei? Da könnten wir auch klettern. Okay, wie machen wir das? Ich glaube, ich werfe jetzt gleich das Messer, wenn der andere weggelaufen ist, und den einen erledigen wir dann im Nahkampf. Oh oh. Ach, der hat nur was gehört, der hat aber nichts gesehen. Ist das geil. Oh oh. Ah, so. Das hat fast geklappt. Nennen wir es mal, es hat fast geklappt. Es hätte besser klappen können, aber es hat auf eine gewisse Art und Weise geklappt. So, kann ich da runterklettern? Ne, will ich gar nicht. Sieht mir momentan gerade eben nicht so sympathisch aus, dass ich da unbedingt runter will. Da könnte ich jetzt das Messer hinwerfen und wahrscheinlich den Kollegen da unten erschlagen. Aber ganz im Ernst, ich habe nur das eine Messer. Da stehen auch zwei. Da unten ist einer. Oh. Ich hätte nicht rennen dürfen. Es hat Lärm gemacht, das war nicht gut. Es wird zweimal irgendwie so ein Licht, das kein Mensch braucht. Oder, ja, Menschen vielleicht schon, aber das kein Goblin braucht. Nennen wir es mal so. Goblins brauchen kein Licht. Deswegen machen wir es mal vorsichtshalber mal aus. Oh, was ist denn das? Da frage ich mich doch gerade eben, ob da Freund Klon durch kann. Oh Gott, der kotzt ihn da hin. Habt ihr das gesehen? Der kotzt ihn so hin. Nee, da kommt auch der Klon nicht durch. Okay, wir töten ihn wieder. Da kann auch das Klönchen nicht hin. Okay, dann sind wir hier fertig. Kann ich da hoch irgendwie? Moment. Da kann ich irgendwie hin, und zwar über das Dingens da. Und dann können wir da rüber. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. It was nothing. Boah. Hey, hey, mein Freund. Alles peaceful. No, there's nothing. Okay, da drüben ist einer. Das gefällt mir nicht. Der läuft darum. Ach du Kacke, das ist ja voll hardcore.
Wie mache ich das jetzt? Kann ich dich da drüben erdolchen mit dem Messer? So, ups. Das Messer ist in... Ah! Das Messer ist in die Kommode gegangen. Das finde ich gemein. Hochgradig. So ein Shit. Mal umschauen. Der läuft jetzt... Oh Gott, das sind drei Stück. Nix wie raus hier wieder. Die Stelle, die bringt uns gerade eben so... gar nichts. Nennen wir es mal gar nichts. Da ist der andere Eingang. Dann gehe ich lieber mal da hoch. Oh, da läuft auch einer rum. Ich will erstmal Licht ausmachen. La 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 la. Kuckuck. Das sind zwei, der andere schläft. Okay, vielleicht können wir den Schlafenden ja einfach schlafen lassen. Wir müssen ja nicht alles und jeden töten. Gut's Nächtle, du darfst jetzt auch schlafen. Und weißt du, was das Schöne ist für dich? Du musst nicht im Stehen schlafen, so wie dein Kumpel. Du bekommst von mir sogar eine Suite. Sie ist nicht groß, aber sie wird reichen. So, und hier liegt nochmal die Münze, wie ich gerade eben sah. Ganz im Ernst, ich mag den Typen nicht. Ich mag den Typen nicht, der muss auch weg. Wer bei der Arbeit schläft, der muss damit leben. Das heißt ja immer so schön, wer schläft, sündigt nicht. Aber das bedeutet ja nicht, dass man sich nicht an ihm versündigt. Genau, so rum wird ein Schuh draus. Kann ich darüber springen? Und wenn ja, warum sollte ich das tun? Da könnte ich auch rüberspringen, aber das bringt mir einen Scheiß. Ich könnte aber dahin springen. Da scheint auch irgendwas an der Wand zu sein, was irgendwie wichtig aussieht. Oh, da war noch eine Münze. Ach, das ist nur eine Lichtquelle. Hey, geil, hier kann ich drei Leichen verstecken. Und sogar mich. Oh je. Oh je, ich glaube, bevor ich jetzt hier was mache, da speichere ich nochmal. Da speichere ich lieber nochmal eine Runde, Leute. Wir warten, bis der jetzt da weggelaufen ist, dann ermorden wir den einen. Ups. Ach, wie geil. Guckt euch das mal an. Was? Er muss sich selbst umgebracht haben? Die sagen tatsächlich, he must got himself killed? Hä? Nee, da hätte er gesagt, suicided. Das macht ja gar keinen Sinn. Boah, das ist ja gemein. Guck mal, wir können das nur so gucken. Wir müssen ganz leise sein. Sonst sind wir im Arsch. Aber scheinbar kommen sie nicht hier rein. Okay, die wissen, dass wir hier sind. Ich glaube, ich gehe jetzt mal raus. Die sind uns auf jeden Fall aufgeschreckt, wie man sieht. Guckt sich die Leiche wieder an. Kommt der jetzt? Na? So, jetzt kommt er wenigstens. So kann man da damit tatsächlich auch ein bisschen damit spielen, dass die kommen. Well,
let's get back on patrol. For the moment. Not there. Someone's playing with my nerves. Du. So, einen nach dem anderen kriegen wir so. He's been killed. Und auch dich kriegen wir so. So, und damit werdet ihr jetzt erstmal alle schön verstaut. Nummer 1. Könnte ja sein, dass nochmal einer kommt, ne? Muss ja nicht sein. Tja, also ich gebe zu, ich habe es hier gerade eben schon ziemlich lame die KI ausgenutzt. Aber ich habe die KI halt auch ziemlich leicht austricksen können, ne? Die waren jetzt zwar so ein bisschen bewaffnet, so ein bisschen ähnlich wie bei Skyrim, dass du dann halt einfach hergehst und, ja, du weißt, die werden wieder auf Patrouille gehen und alles ist gut, in Anführungszeichen. Kannst dann einen nach dem anderen rausnehmen und die werden auch nicht irgendwie so einen Generalalarm schlagen oder so ein Quatsch. Nö, das werden sie nicht. Kannst dann quasi einfach hier so dein Ding durchziehen. Und wir können uns jetzt hier tatsächlich mal frei bewegen. Gibt's hier eigentlich überhaupt irgendwas Interessantes oder habe ich jetzt alles hier umsonst zum Spaß an der Freude getötet? Scheinbar habe ich das. Okay. Okay, ich kann damit leben. Sie nicht. Sie können damit nicht leben, denn das habe ich ihnen genommen. So, gehen wir mal darüber. Und wups. Ach, da ist wieder eine Tür. Nee, ist keine Tür. Ach, ist das eventuell... Nee, ist es nicht. Ich weiß gerade eben gar nicht, was ich will. Oder was ich denke. Ich habe das Denken eingestellt weitgehend. Kann ich auch nicht durch. Da unten ist auch eine Wache. Da kann ich jetzt noch so rüber. Wow. Bam, 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 bam. Ups, das ist er. Er hat uns gesehen. Tja, der hätte uns am liebsten wahrscheinlich gerne gesehen. Aber jetzt ist es zu spät. So, aber ich bin ja nett. Du darfst gern noch ein paar Blümchen angucken gehen. Macht Pause da drüben, der faule Hund. Wir gucken mal durchs Schlüsselloch. Scheint alles cool zu sein. Öffnen wir doch mal. Okay. Bam, badam, badam, badam. Okay, auch gut. Die Fackel kommt aus. Und da scheint auch keiner zu sein. Okay. Ja, da sind jetzt wieder zwei. Aber ich glaube, ich gehe nochmal nach oben. Oben könnte tatsächlich ein bisschen mehr Spaß noch für uns sein. Aber wie viel Spaß das auch sein möge, liebe Leute, das erfahren wir erst in der nächsten Episode von Styx Master of Shadows. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.